Ich mache jetzt gleich mal schnell ein Antwort-Video hier. Hallo, Männer. Hallo, Thorsten. Liebe Grüße. Du, ich muss ja gleich mal was berichtigen. Gespeiste Gereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Erstmal vielen lieben Dank fürs Video natürlich. Und hier Like ist raus und so. Und ich habe dann ja schon geschrieben, ich muss jetzt mal ein bisschen was berichtigen. Ich will auch deine Tipps mir zu Herzen nehmen. Ja, aber Jungs, da stecke ich dahinter, nur allen. Ne, das, den, dieser Name VfB Sachsen, das, da stecke ich auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, ich dahinter. Weißt du, der Johannes ist da mehr so, war da ein bisschen so mit Namensgeber, sage ich mal. Und ja, damit wir das jetzt, stellen wir das gleich mal komplett richtig. Also das Ding habe ich entwickelt. Diese erste, also wir fangen vorne an, das ist die erste. Ne, die hat damals der Energiebasti aus Dresden gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr noch, wo ich den besucht hatte. Da haben wir halt die Platine hier gemacht. Und ja, war unsere allererste. Das ist übrigens die Unterschrift hier vom René. Das ist die echte Unterschrift. René hat uns erlaubt, exklusiv, sag ich mal, keine Ahnung, eben auch kommerziell, ne, weil ein paar Euro immer verdienen, Firma wegen Versand und blablabla, eben die Unterschrift zu verwenden, auch sein Name, dass man eben, ja, ich habe ihn damals auch mit gepusht in dem EMF, ne, das ist jetzt so scheinbar der Dank vom René. Viele liebe Grüße nochmal an René, Dankeschön, mein Guter, dass du uns den Rempf gegeben hast. Und wie gesagt, ja, ich mache das nicht hier. Das VEB Sachsen ist nicht, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen oder irgendwas. Es hat seinen Preis, den muss es haben. Sehr viel billiger kann ich es nicht machen. Ne? Mit 5 Cent oder was möchten ja immer hängen bleiben. Ich denke, ihr wisst Bescheid. Und die, also die erste Platine, also ohne einen Basti wäre das auch nie was geworden. Also ein Energiebasti aus Dresden, wie gesagt. Und der hat halt eben diese Schaltung damals gemacht mit der, ne, mit den mehreren Funktionen hier, dass man einen anderen Transistor reinmachen kann oder hier eine Doppeldiode. Und naja, auf jeden Fall, er hat mir dann halt beigebracht, wie ich das Programm und so benutzen kann, dass ich die Platinen erstellen kann. Und Thorsten hat es gut erkannt. Ich habe natürlich hier schon, sie ist einfach aufgebaut, sie ist zum Verstehen aufgebaut, ne? Sie ist, die Abstände sind halt beachtet. Und das ist nicht die erste Version, also wir haben ja viele Monate dran gearbeitet. Und so funktioniert es, klappt alles. Auch mit den Akku-Erfrischer-Platinen, nee, die kleinen Dinger hier, wartet mal. Wo haben wir die jetzt? Ja. Die haben wir, das ist die Version 1.0. Das ist gerade alles auf dem Kopf hier. Das ist noch auf dem Kopf gezeigt. Die hat auch der Energiebasti aus Dresden entwickelt. Das war quasi die zwei Sachen. Das war der Start von der ganzen Angelegenheit. Und die haben wir dann halt mal herstellen lassen, platinenmäßig. Und dann haben wir halt gesagt, Mensch, das ist so genial. Also das hier. Wie gesagt, ich will euch nichts verkaufen, ich mache hier auch keine Links, mir scheißegal, sucht euch das Zeug selber, mir geht's nicht darum. Es ist wirklich genial, also wenn er, es ist einfacher zu löten, ne? Diese fliegenden Aufbauten vom Akku-Erfrischer, ne? Das ist so, die Platine ist mehrfach überarbeitet, das ist nicht die Version 1.0, das könnt ihr vergessen, das ist Version 20 oder irgendwas von der Platine, wir haben viel gelernt. Bei diesen zwei Dingern, ne, ihr seht so hier die Löcher, geht mal in die Farbe rein und so, das soll ja eigentlich auch nicht sein. Das sind so Kleinigkeiten, die haben wir dann verbessert, hoffe ich mal. Ja? Oh, hier ist es ordentlich. Ne, das hat sich halt im Laufe der Zeit dann so ergeben. Und mittlerweile gibt es von denen auch Nachfolgerplatinen, die habe ich dann entwickelt oder konzipiert und mit, aber natürlich mit dem Wissen von YouTube, natürlich von den Erfrischerplatine. Ich habe auch Tests gemacht, das kann ich euch immer so ein bisschen zeigen. Ich habe leider, ist schon dunkel. Hier ist die Spendenliste vom Dings. Ja, finde ich das jetzt auf die Schnelle? Ich glaube es fast nicht. Steckt halt auch ein bisschen Arbeit drin, ne? Also, keine Ahnung, das sind jetzt nur die Werte, die will ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Weil hat sich ja auch ein bisschen warm bearbeitet, das alles rauszuholen. Und zwar, ich habe halt auch Langzeittests gemacht. Also die Platine hier, die ist,
sagen wir mal, das habe ich nicht getestet, ein halbes Jahr ungefähr. Und dann die ganzen Werte von allen verschiedenen, ich habe ja verschiedene Versionen gemacht, aus der Originalplatine hier. Und ja, die nachfolgende Platine haben wir noch ein bisschen verbessert und so. Also grundlegend Johannes nochmal, ne? Viele liebe Grüße. Wie gesagt, Johannes ist im Hintergrund auch immer mit dabei. Der hat da auch mitgeholfen. Die Platine hier, die habe ich im Hangout meistens konstruiert. Und ja, wenn ich da Fragen hatte oder was, war natürlich immer Hilfe da und immer bereit. Ein kleiner Tipp mal noch. Ich habe das so schon mitgekriegt, Thorsten, sehr aufmerksam, dass es hier keine größere Diode reingeht. Es war grundlegend gedacht als, ich hatte mir das so gedacht, Jungs, dass der Schaltplan, den ihr dazu kriegt, der ist exakt wie die Platine. Das ist so bei der Kippstufe so. Ne? Thorsten hat ja hier unten die Kippstufe verlinkt hier. Da ist das auch so. Ne? Also da, mir geht's drum ums Verstehen. Ne, wenn ich euch abzocken wollte, dann wird es 5. Ne, will ich nicht. Ich habe das eben so. Die Dioden sind so angeordnet hier, wie das es dann auch auf dem Schaltplan ist. Ne, versteht ihr? Damit das eben einfacher ist zum Nachvollziehen etc. Es gibt mittlerweile auch schon eine Mini-Version. Warte mal, die kann ich euch ja auch mal zeigen. Ach, eigentlich wollte ich ja keine Dings hier machen. Wie nennt man es? Werbung für die Firma und so. Aber ich wollte es einfach noch mal zeigen, wie gesagt, es geht hier nie darum, dass ich euch irgendwie... Ach nee, das ist Bedini. Die Mini-Bedini-Platine, die gibt es jetzt auch. Aber ich glaube, ich dachte, ich hätte eine Mini-WMF-Platine noch. Guck mal, gut, finde ich jetzt nicht. Sauwirtschaft, wie immer. Also normalerweise, die ist aber auch wieder so. Ne? Die ist zwar jetzt ein bisschen kleiner, aber auch wieder so, dass der Schaltplan, den ihr dazu kriegt hier, da ist eben exakt, wie die Platine auch ist. Ne? Dann könnt ihr das absolut easy verstehen. Ich hoffe mal, das stimmt, was ich schon gesagt habe. So ungefähr, ne? Ja gut, die Diode ist hier Hüm. Ja, ist nicht ganz 100%. Ne, bei dem passt nicht 100%. Na, aber ist egal. Gut, in der Größe wird's... Ein Prototyp habe ich schon fertig hier. In der Größe gibt es auch nochmal ein RMF. Da ist das dann nicht mehr so, dass das mit den Schaltplänen passt und so. Dass dann, dass ihr eure Geräte ein bisschen kleiner bauen könnt. Ne? Dass die Platinen ein bisschen kleiner sind. Das gibt es übrigens auch als Bausatz. Ne, wie gesagt... Geht nicht hier um Millionen verdienen oder so, sondern das ums Verstehen geht mir es. Und fertig ist der Lack. Ja, liebe Grüße an Thorsten. Der Hinweis mit den zwei Dioden, das wird auf jeden Fall beachtet. Und du kannst, wenn du noch so eine Platine von mir hast, Thorsten, kannst du einfach die Diode aufbohren. Mit einem 3er Bohrer, glaube ich, und dann kannst du die 5 Ampere Dioden reinwürschen. Ne? Ist nicht ganz optimal, dann hast du recht, das muss ich noch größer machen. Aber wie gesagt, es ist deswegen so die 1 Ampere Version, weißt du, das ist so zum Lernen, mal kennenlernen die Sache. Und vor allen Dingen nicht mit der Ultra Ampere, darum geht es mir auch noch. Also rein.